So, heute sind wir wieder mit dem Fahrrad unterwegs, diesmal eine etwas weitere Strecke. Eigentlich durchkreuzen wir die ganze Insel von Ost nach West und Süd nach Nord. Und hier unterwegs sieht man viele tolle Häuser. Dieses hier zum Beispiel ist reetdachgedeckt. Ja, und unser Ziel sind hier auf dieser Insel noch verbliebene Mühlen. Die wollen wir uns angucken auf dem Mühlenberg. Bin mal gespannt, ob wir es schaffen, bis dorthin zu kommen. Die Strecke ist mit 39 Kilometern doch echt weit. Mal sehen. Wir betrachten uns mal die spezielle Ornamentik an diesen Briefkästen hier. Das ist typisch estnisch, das findet man auf vielen Bauwerken und auch auf Pullovern und so weiter. Hier sind es die Briefkästen. Sehr schick. Und auch diese Steinmauern, die man hier überall am Wegesrand sieht, sind landestypisch. Ja, der Bodenbelag hier auf unserer Radtour ist überwiegend Schotterpiste. Das ist, ja, mit einem Mountainbike kann man es ganz gut befahren. Wir hatten ja auch immer wieder solche Streckenabschnitte mit der Robeta und mussten anschließend die Schränke wieder festschrauben. Ja, das muss man wissen, wenn man hier im Baltikum unterwegs ist, solche Bodenbeläge kommen immer mal wieder auch auf wichtigen Streckenabschnitten vor. Wir befinden uns jetzt hier an den Windmühlen, dem Mühlenhügel. Mal in so eine Windmühle hinein. Obersten Geschoss angekommen. Thank you.
hier sind wir in Rummu, am Rummusee. Und hier gibt es eine alte Industrieanlage und ein Gefängnis. Ja, und das Ganze ist jetzt eine Art Abenteuerspielplatz. Man kann hier tauchen, schwimmen gehen, Kanu fahren. Es gibt kristallklares Wasser und diese Hügel, an denen man früher Kalksandstein abgebaut hat, das mussten natürlich die Gefängnisinsassen machen. Die kann man heutzutage beklettern. So. Puh. Eben mal schnell hier hochgeklettert auf den Kalksandstein. Wow. Zeit. Bitte nicht. Geschätzte 5 Minuten. So, da wollen wir mal die Aussicht von hier oben genießen. Ziemlich bizarr hier das Ganze, aber echt cool. Ja, ich befinde mich hier auf dem Virurabha Matterhorn, also dem Aussichtsturm hier von diesem nächsten Hochmoor, diesmal in Estland, und wie sich die Bilder ähneln. Jetzt im Örtchen Kesmu und hier sieht es wirklich sehr schön aus. Die ganzen Häuser liegen sehr idyllisch hier am Meer. Insgesamt habe ich bisher den Eindruck, dass es hier in Estland ein wenig vornehmer zugeht oder dass hier vielleicht auch mehr Geld ist, Leute mehr Möglichkeiten haben. Ja, es ist jedenfalls sehr anheimelnd.
so einen altrussischen Wachturm hochkomme. Einhändig. Never look down. Geschafft. Ich bin oben. Und das ist die Aussicht.